Relaxed Gaming, meine Freunde, und willkommen zu der ultimativen William Afton-Analyse. Dies ist eine fünfteilige Videoserie, die ich mit Janu mache und wo wir jeden Aspekt von William Afton beleuchten. Im ersten Video geht es um die Spiele, seine Auftritte und den Impact, den er hatte auf die Welt von Five Nights at Freddy's. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video, liked und Abo nicht vergessen, falls ihr die Videoserie weitersehen wollt, und schaut unbedingt bei Janu vorbei, denn dort wird es bald weitergehen mit den Büchern. Bei uns geht es aber jetzt auch weiter mit FNAF 1. In FNAF 1 hat er keinen großartigen Auftritt. Wir sehen nur die Folgen seiner Taten. Hier haben wir Missing Children Poster, die davon berichten, dass Kinder verschwunden sind. Des Weiteren haben wir natürlich die Animatronics, die von besagten Missing Children besessen sind und nun, weil ihre Seelen so verwirrt sind, jeden Erwachsenen angreifen. Falls ihr euch fragt, warum sie sich über Tag machen, da scheinen die irgendwie zu ruhen und in der Nacht geht es dann halt los, wie wir es alle wissen. Doch da hört es nicht auf. Neben den vier normalen, besessenen Animatronics haben wir noch Golden Freddy. Ein Charakter, der unter uns auch als The One You Should Not Have Killed bekannt ist. Golden Freddy ist ein Opfer von William Afton, das einen immensen Groll gegen ihn hegt und ihn verfolgt und ihn beenden möchte. Dies ist leider nicht wirklich passiert in FNAF 1, trotzdem konnten wir hier schon einige Missetaten von ihm sehen und uns wurde die Basis seiner Geschichte mitgegeben. In FNAF 2 hingegen wurde diese Geschichte nochmal mit ein paar sneaky Minigames vertieft. Denn FNAF 2 spielt 1987, anders als FNAF 1, was 93 spielt, deswegen müssen wir bedenken, dass das hier davor spielt. Hier sehen wir die Withered Animatronics, welche die Animatronics aus dem ersten Spiel sind, nur halt deutlich älter und heruntergekommener. Außerdem haben wir hier die Toy Animatronics und die Puppet, auf die ich später nochmal eingehe. Nun sieht es so aus, als hätte William Afton hier einen weiteren Missing Children Incident gemacht und die Seelen dieser Kinder, die davon betroffen waren, sind in die Animatronics eingeflossen. Deswegen haben die auch diese Augen. Wir haben hier zwei Minigames, die sehr markant sind. Das erste ist Foxy Go Go Go, wo Foxy in der letzten Sektion Purple Guy sieht, der einfach nur gruselig reinstarrt. Allerdings das noch wichtigere Minigame ist das nächste. Denn in diesem Minigame sehen wir eine Person, die Kindern Torte gibt und draußen ein Kind, welches dann dementsprechend von William Afton in dem einen seiner ersten Missetaten beendet wurde. Viele Leute vermuten, dass dies die Puppet ist, womit die auch richtig liegen, sehr wahrscheinlich. Aka Charlie, die Tochter seines Freundes, bestimmt irgendwo, und natürlich Businesspartners. Nun, ob die zu dem Zeitpunkt noch befreundet waren, weiß niemand. In FNAF 3 haben wir wohl den umfangreichsten Auftritt von William Afton. Denn hier taucht er in seiner neuen Form auf, Ringtrap. Und wir sehen auch gleich wieder einige neue Minigames, die die Hintergrundgeschichte von William Afton nochmal deutlich ausbreiten. Denn wir kannten William Afton bis dato als Purple Guy, als lilanen Typen, nicht als Zombie-Furry-Monster. Also wie kam es dazu? Nun, das sagt uns das Spiel mit Hilfe der Minigames. Hier sehen wir, dass William Afton die ganzen Animatronics auseinandergenommen hat und diese Animatronics dann die Remnant oder die Seelen der Kinder ausgespuckt haben. Dies hat William Afton so erschreckt, dass er sich den Anzug anzog, um sich halt vor denen zu verstecken. Ganz wie im FNAF 2 Prinzip. Allerdings hat dies nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie er sich das vorgestellt habe. Während er vor den Kindern sicher war, ist ein Tropfen auf seine Servos geklatscht leider. Und das heißt, mit dieser Art von Springlock-Anzug, dass die sich zusammenzieht, beziehungsweise die Springlocks auslöst. Dies hat William Afton dann getötet und dann verrottete er in FNAF 3 für mehrere Jahrzehnte. Da Leute dachten, es ist eine gute Idee, diesen gruseligen Ort zu einer Horrorattraktion zu machen, wurde er aufgeweckt und verfolgt natürlich den Night Guard. In FNAF 3 nimmt der Charakter von William Afton sein vorläufiges Ende, da die Serie zuletzt dort hätte beendet werden sollen. Allerdings ging es dann mit FNAF 4 weiter. Nun ist FNAF 4 ein wichtiger Teil für William Afton, denn in diesem Teil gibt es eine mögliche Erklärung für seine Taten. Dieser Teil ist am Anfang der FNAF-Lore gesiedelt, nämlich 1981, und zeigt die Geschichte des Crying Childs, William Aftons Sohn. Erstens, Leute, der heißt nicht unbedingt Even. Ich weiß nicht, woher ihr das habt, aber das ist nicht sein Name. Beziehungsweise, es ist nicht bestätigt von öffentlicher Seite. Und zweitens sind die Minigames wieder zurück. Die Minigames zeigen die Story hier so unfassbar nice und beschreiben einfach dieses Bild, dass William Afton offensichtlich keine Zeit hat, um seine Kinder richtig zu erziehen, und wir sehen alle, auf was für einem Level Michael seinen Bruder mobbt. Dies Ganze eskaliert dementsprechend dann auch, als Michael Crying Child in den Mund von Fred verstopft, was Crying Child ermordet. Nun wissen wir nicht, ob dies seine Motivation ist, aber dies ist auch irgendwo ein Ergebnis seines schlechten Handelns bzw. seiner Missetaten. Er hätte Crying Child hier verteidigen müssen oder auf ihn aufpassen müssen oder Michael wenigstens so erziehen sollen, dass dies gar nicht erst passieren konnte.
Nun ist dies geschehen und ob es der Auslöser für William Aftons Spirale in die Dunkelheit ist, wissen wir nicht. Trotzdem ist es eine traurige Tat. Das tut uns sehr leid für William Afton bzw. seine Familie. Doch dies war nur der Anfang von einigen Schicksalsschlägen. Falls ihr euch jetzt fragt, hey, erwähnt er gar nicht die Nightmares? Natürlich erwähne ich die Nightmares. Anscheinend hat William Afton die Nightmares als Illusion mit Illusion Disc kreiert, um irgendjemanden zu erschrecken. Die genauen Motive wurden nie bestätigt, aber es wird wahrscheinlich was mit Remnants zu tun haben. Deswegen könnt ihr das Gameplay von FNAF 4 als Experiment von William abstempeln. Ich meine, wir sehen ja auch, dass FNAF 4 Haus in der Nähe der Sister Location ist, weil halt einfach das auf dem Monitor auftaucht, den wir der Sister Location rebooten. Wo wir gerade bei der Sister Location waren. Man könnte die Sister Location als William Aftons Höhepunkt bezeichnen. Alles, was ihr hier seht, wurde von ihm erbaut. In einem Versuch, Vesper Entertainment Schaden anzurichten und vor allem Remnant weiter zu erforschen. Als dieses Unternehmen zugrunde ging, übernahm allerdings Vesper Entertainment das Ganze und machte es zu einem Animatronics-Verleih. Letztendlich führte dieser Untergrundbunker traurigerweise zum Tod seiner beiden Kinder. Elizabeth, die von Circus Baby so stark angezogen war, dass sie die Warnungen ihres Vaters missachtet hat und nun von Circus Baby quasi weggesnatcht wurde und ihre Remnant nun in Circus Baby lebt, beziehungsweise existiert. Das andere Kind, was er hier verloren hat, ist Michael. Denn Michael kommt später in die Circus Location und findet dort sein grausames Ende. Nun sind sowohl Circus Baby als auch Michael keine wirklichen lebendigen Wesen mehr zu diesem Zeitpunkt in der Story, sondern eher irgendwelche Remnant-Kreaturen. Die Animatronics der Sister Location wurden von William Afton selbst designt und sind extrem fortschrittlich. Ob es jetzt Vesper Entertainment war, die ein bisschen weiterentwickelt haben, oder William Afton direkt so ein Level an Technik hatte, ist natürlich beachtlich. Trotzdem sehen wir, dass die Animatronics der Sister Location auf einem Level fortgeschritten war, das echt deutlich krasser war als das von Henry. Und auch die Intelligenz der Animatronics war halt sehr hoch. Die haben versucht, an die Oberfläche zu kommen und sich zu befreien, doch dies hat leider nicht geklappt. Beziehungsweise schon, aber halt in einer anderen Form, nämlich als Ennards. Falls ihr dachtet, dass Sister Location wohl das Letzte ist, was wir von William Afton gehört haben, ich meine, er ist ja FNAF 3 verreckt und Sister Location wird dementsprechend nicht wirklich was folgen, was mit William Afton zu tun hat, dann lag ihr falsch. William Afton kam nämlich in FNAF 6 zurück. In FNAF 6 als Scraptrap, dem wohl hässlichsten Version von William. Wir haben hier einige Minigames gesehen, die uns zeigten, wie zum Beispiel der Vorgang von seinen Morden war mit Susie, aka Chica, beziehungsweise, noch viel wichtiger, wir haben hier nochmal den Tod von Charlie gesehen, in einem deutlich interessanteren Minigame, das auch mehr verraten hat. Dies hat uns bewiesen, dass nun Charlies Remnant in der Security Puppet ist. Was einfach nur nochmal zeigt, wie krank William Afton zum ursprünglichen Zeitpunkt war, denn sogar die Tochter seines besten Freundes zu ermorden, ist einfach nur eine kranke Sache. Wir sehen auch wieder seinen Sohn, als den wir wahrscheinlich spielen in dem Spiel, nämlich als Michael, und seinen Freund Henry. Nun hat Michael sich dort beworben und Henry hat eine Falle gebaut, nämlich um die ganzen Animatronics, die herumlaufen, einzufangen und diesen ein Ende zu setzen. William Afton ist in diese Falle gelaufen und wurde dann in FNAF 6 pulverisiert, was der einzige Weg ist, wirklich Remnant loszuwerden. Doch war es das nicht mit William Afton. Ja, er ist so klammert wie ein scheiß Faultier und wir kriegen noch ein angeblich letztes Spiel von ihm, nämlich die Ultimate Custom Night. In der Ultimate Custom Night spielen wir als William Afton in einem bösen Albtraum. Nun wissen wir nicht, ob dies die Hölle ist, die Cassie für ihn eröffnet hat, was ziemlich krass wäre, dann wäre sie ein sehr starker Charakter, oder ob Cassie einfach nur seine tote Seele irgendwie so quält, oder es einfach ein random Albtraum ist. William Afton muss sich hier gegen die Kreaturen bzw. die Fehler seiner Vergangenheit behaupten. Nun gibt es hier über 50 Charaktere. Nicht jeder sagt was Relevantes zu William, deswegen habe ich mir einfach ein paar hier rausgeholt. Nightmare sagt: Er sagt das, um halt einfach William Afton nochmal zu zeigen, wie krank er eigentlich ist. Und dass Nightmare, zumindest vom Aussehen, dasselbe ist wie William Aftons Charakter, Lefty. I've been looking for you, and now I will never let you go. Das ist weniger Lefty, sondern die Puppet in Lefty. Und dies suggeriert einfach, dass die Puppet William Afton unendlich lang verfolgt hat. Bis sie ihn jetzt endlich geschnappt hat. Die Puppet. I recognize you, but I'm not afraid of you. Not anymore. Das heißt wohl, dass sie weiß, dass sie stärker ist als William Afton und dass sie keine Angst mehr hat vor ihm, weil er ihr nicht mehr wirklich was tun kann. Und nicht zuletzt, Nightmare Freddy. I am remade, but not by you, by the one you should not have killed. Dies bestätigt, dass Golden Freddy irgendwas mit William Aftons Albtraum hier zu tun hat und dass die FNAF 4 Animatronics halt von ihm sind. Dementsprechend waren das jetzt alle relevanten Voicelines in Ultimate Custom Night. Und einfach nur nochmal ein großes Goodbye zu William Afton, der nach diesem Spiel aufhören sollte zu existieren. FNAF Help Wanted. Hier sehen wir eine weitere Version von William Afton.
nämlich Glitchtrap oder das Mimic One Programm. Sprich, dies ist nicht wirklich William Afton. Trotzdem ist dies ein Teil von ihm, könnte man sagen, da diese Kreatur sich stark von ihm hat inspirieren lassen. Ich gehe nochmal auf Burntrap ein, weil Burntrap ist eindeutig die letzte wirklich stark an William Afton angelehnte Form, die wir gesehen haben. Ich persönlich denke, dass das Mimic One Programm aka Glitchtrap versucht hat, sich zu personifizieren im Pizzaplex. Nun ist Burntrap der Mimic oder ein Mimic, es hat mehrere gegeben und deswegen ist das ein bisschen schwierig zu erklären. Trotzdem ist Burntrap die neueste Version von William Afton. William Afton war der Hauptantagonist der Afton-Reihe für eine lange Zeit. Doch er hatte nicht nur Auftritte in den Spielen, sondern auch in den Büchern, wo er einen würdigen Bösewicht abgab. Dies ist Folge 2 einer neuen Collab-Videoserie mit Relaxin' Gaming. In dieser Serie erzählen wir euch alle Infos über William Afton, die wir aus dem gesamten FNAF-Universum herausnehmen können. In der ersten Folge hat Leonard die Games thematisiert und wir nehmen uns jetzt die Bücher vor. Also The Silver Eyes, Fazbear Frights und Tales from the Pizzaplex. Falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut ihr unbedingt bei Relaxin' Gaming vorbei und kehrt dann zu diesem Video zurück. Hiermit viel Spaß mit dem Video. In die silbernen Augen war William Afton wie in den Spielen der Mitgründer von Fatbear's Family Diner und Freddy Fazbear's Pizzeria. Zudem war er Henrys guter Freund und Geschäftspartner und war auch der Mörder der 5 Kinder, wie auch von Sammy, Charlies Bruder. Außerdem erlitt William Afton den Springlock Failure, konnte ihn aber mit schweren Verletzungen überleben. Nach dem vermissten Kinderzwischenfall und seiner Verhaftung, die sich allerdings nur kurz hielt, erschuf er sich einen Decknamen namens Dave Miller und nahm einen Job als Nachtwächter in einem Einkaufszentrum an, welches auf dem verlassenen Freddy's gebaut wurde. Erwischt Charlie und ihre Freunde beim Herumschnüffeln und führte sie durch die Freddy's Location. Als sie abgelenkt waren, schlich er sich davon und lief zu einem Hinterraum, wo er sich den alten Spring-Bonnie-Anzug überzog. Er schlich durch das Gebäude und entführte Carlton, einer von Charlies Freunden, und steckte ihn in einen Springlock-Anzug. Nach Carltons Entführung begaben sich alle auf die Suche nach ihm. Sein Vater schickte seinen Polizisten zum Freddy's, welcher sich da mal genauer umsehen sollte. William überraschte ihn schließlich, brach ihm den Arm und erstach ihn. Während er Carlton gefangen gehalten hat, würden Charlie und ihre Freunde auftauchen und William mit einem Schlag auf den Kopf ausnocken. Er wurde von ihnen gefesselt und sie versuchten ihn, über ihn und das Freddy's auszufragen. Er erzählte ihnen nur, dass die Animatronics die alle töten würden, da ihre Rachsüchtigkeit keinen Halt vor Erwachsenen macht und sie nur Menschen in ihren Augen seien, welche ihnen ihre glücklichsten Tage wieder nehmen wollen. William selbst war der Überzeugung, dass die Animatronics ihnen nichts tun würden, da er einer von ihnen sei. Nachdem die Gruppe William zurückgelassen hatte, schaffte er es, aus seinen Fesseln zu entkommen und schlüpfte wieder in den Spring-Bonnie-Anzug. Als Carltons Vater in die Pizzeria einbricht, um die Gruppe zu retten, packte William Charlie von hinten und bestand darauf, dass sie bei ihm bleibt und er würde sie töten, sollten sie irgendwelche Anstalten machen, Charlie helfen zu wollen. Charlie wehrte sich gegen William und löste die Springlocks aus, welche sich nun ein weiteres Mal in Aftons Haut rissen und ihm blutend zu Boden zerren. Dieses Mal hatte er keine Chance, den Springlock-Failure zu überleben. William Afton starb im Springbonnie-Anzug, worauf die Gruppe ihn zurückließ und die Animatronics seine Leiche wegzerrten. Als Charlie und Jessica zu den Ruinen von Freddy Fazbear's Pizza zurückkehrten, fanden sie Williams Leiche im verrotteten Spring-Bonnie-Anzug. Dennoch würde er wieder zum Leben erwachen und sein Geist den Anzug steuern. William hatte die Twisted Animatronics, welche nichts weiter waren als gewöhnliche Roboter mit Illusion Discs, auf seiner Seite. Zur Erklärung, Illusion Discs sind sowas wie kleine Chips, die einen sehr hohen Ton von sich geben, was dazu führt, dass Halluzinationen und Illusionen bei einem Menschen ausgelöst werden, was solche Animatronics zu solchen macht. William beauftragte die Twisted Animatronics, Charlie zu finden und sie zu ihm zu bringen. Als Twisted Freddy Charlie erfolgreich entführen konnte, bestand Afton darauf, nicht mehr William oder Dave genannt zu werden, sondern Springtrap, da er, wie er es nennt, eins mit seiner Erschöpfung geworden ist. Er hatte sie entführt, weil er etwas von ihr wollte, doch ehe er ihr erklären konnte, was, eilten ihre Freunde und Officer Burke zu Hilfe, welcher Springtrap einen Pistolenschuss verpasste. Daraufhin wurde er zornig und hetzte seine Twisted Animatronics auf sie. Nun kam es zu einem Kampf zwischen der Gruppe und die Animatronics und Springtrap. In einer künstlichen Höhle wurde der Kampf weiter ausgetragen. Charlie gelang es, einen der Stalagmiten abzubrechen und ihn Springtrap durch die Brust zu rammen. Als die Twisted Animatronics den Kampf verloren und die Höhle einstürzte, flüchtete Springtrap durch eine Falltür und entkam dem Schlamassel.
Nach seiner Flucht hielt William sich versteckt und zog sich den Spring-Bonnie-Anzug vom Körper. Remnant sorgte dafür, dass er seinen Körper weiterhin lebendig behalten durfte. Beim Abziehen des Anzuges blieb ein großer Teil der Technik dennoch in seinem Fleisch hängen, was ihm große Schmerzen verursachte und ihn sehr schwächte. Das führt dazu, dass William lediglich im Rollstuhl sitzen konnte. Er erschuf seiner verstorbenen Tochter Elizabeth neues Leben und hauchte ihre Seele in Circus Baby ein, welche jetzt seine Assistentin und seine rechte Hand wird und für ihn seine Drecksarbeit erledigen muss, da er selbst ja schlecht dazu in der Lage ist. Als sie noch lebte, hatte William sie oft misshandelt und vernachlässigt. Er erschuf ein neues Lokal namens Circus Babys Pizza und während Circus Baby sich Jessica schnappte, welche in dem Laden herumgeschnüffelt hatte, würde William Afton eine weitere Illusion Disc nutzen, um wie Springtrap auszusehen. Doch er brach zusammen und zeigte sich wieder als der verletzte Serienkiller. Er war sich bewusst, dass sein Körper immer schwächer wurde und so schickte er Circus Baby zu dem los, um Kinder zu entführen, damit er aus ihnen Remnant gewinnen könnte. Remnant war der Stoff, der William Afton zum Experimentieren inspirierte und er wollte damit die Unsterblichkeit erreichen. Er nutzte die Funtime Animatronics als Wirt, um den Stoff in sie hereinzuspritzen und herauszufinden, wie sich die Maschinen bei Besessenheit verhielten. Damit das Ganze aber viel schneller ging, nahm William die alten Animatronics her und verschmelzte sie zu einem Körper zusammen, welcher er nun als Remnant-Farm nutzte, da dieser immer wieder mehr davon produzierte. Als Charlies Freunde allerdings mitmischten und versuchten, Afton aufzuhalten, gelang es ihm, Carlton Remnant zu injizieren, wodurch Carlton in eine Art Geisterwelt gebracht wurde und in der Lage war, mit William Aftons Opfern zu sprechen. Er spricht mit den Geistern, welche in der Verschmelzung steckten und überzeugten sie davon, dass William Afton der Mann war, der ihnen das Leben genommen hatte. Die Geister wurden wütend und sie setzten die Verschmelzung in Bewegung, packten sich William Afton und sperrten ihn in einen Schmelzofen, wo William endgültig zu Asche und Staub verbrannte. Okay, und das war Aftons Geschichte aus dem Roman. Doch He Always Comes Back, natürlich war es noch lange nicht mit ihm vorbei. Denn William Afton hatte auch in den Fazbear Frights Büchern einige Auftritte, die ich mit euch jetzt durchgehen werde. Fangen wir zuerst mit der seltsamsten Sache an. In The Flash war eine Story, wo der Protagonist für ein Game Studio arbeitet, die am Fazbear Entertainment VR Experience Game arbeiten. Unser Protagonist namens Matt war für ein Level zuständig, wo man durch ein Labyrinth muss und von Springtrap gejagt wird. Beim Game Testing war Matt allerdings nicht in der Lage, Springtrap ein einziges Mal zu besiegen. Er wurde die ganze Zeit von ihm erwischt. Springtrap machte virtuell Matt also das Leben zur Hölle und er wurde so wütend, dass er beschloss, diesen Springtrap zu entfernen und einen neuen zu programmieren. Doch im Laufe der Zeit wuchs Matts Bauch immer weiter und weiter ran. Er war schwanger. Ja, das ist wirklich passiert. Er war schwanger und schnitt sich voller Verzweiflung den Bauch auf und ja, er brachte einen Baby-Springtrap zur Welt und starb. Ich habe keine Ahnung, was man sich dabei dachte, aber ja. Es gehört wegen Springtrap zu William Afton, also war es dann noch erwähnenswert. William Aftons Erscheinungen nehmen in What We Found weiter Fahrt auf. Hier ist ein junger Mann namens Hudson in der Fazbear's Fright Horror Attraction als Security Guard eingestellt und dort macht er auch Bekanntschaft mit Springtrap, welcher ihn terrorisiert. In dieser Story gibt es ein wichtiges Detail, welches auch für die Existenz der Phantom Animatronics wichtig sein könnte. Nämlich arbeitet Springtrap hier mit Halluzinationen. Ja, er kann Halluzinationen in seinen Opfern auslösen. Diese Story zeigt eine besondere Fähigkeit, die Springtrap hat und in den Spielen nie so wirklich beleuchtet wurde und es ist nicht auszuschließen, dass die Phantom Animatronics Illusionen sein könnten, die wir sehen und von Springtrap hervorgebracht werden. Nach den Ereignissen aus What We Found kam es zum bekannten Feuer in der Horror Attraction und ein Krankenwagen konnte William Aftons Körper bergen und ihn ins Heracles Krankenhaus einliefern. Das Entsetzliche ist aber, dass er in einem Zustand gefunden wurde, in dem er gar nicht mehr leben dürfte. Seine Haut ist komplett weggebrannt. Nur ein paar Fetzen tummelten sich an seinem Skelett und seine verkohlten Organe waren noch intakt. Zudem hat das Feuer seine komplette Feuchtigkeit ausgetrocknet und Blut, welches aussieht wie schwarze Würmer, fließt durch seine Adern. Wie bereits gesagt, wäre William Afton in dem Zustand schon lange tot, doch er wurde von Andrew, einem rachsüchtigen Geist, welcher einst eines der Opfer von William war, am Leben gehalten. Andrew möchte Afton am Leben halten und ihn in seinem jetzigen Zustand leiden lassen. Ein Priester namens Arthur wurde zum Krankenhaus gerufen, da die Krankenschwestern meinten, etwas Böses würde diesen Mann verkörpern, was ja auch stimmte. Arthur kam also regelmäßig vorbei und sah dennoch Gutes in William Afton und versuchte ihm zu helfen. William gelang es, mit Morsecode mit Vater Arthur zu kommunizieren und erteilte ihm mit, dass es einen Ort gab, wo er gerne hingebracht werden möchte. Dieser Ort war das Fazbear Entertainment Distribution Center. Es ist im Grunde sowas wie ein Lagercenter, wo Fazbear Entertainment Sachen lagert, die dann an verschiedene Standorte geliefert werden, so wie Fetch, der Plushtip Chaser und so weiter. Und so setzte Vater Arthur William in einen Rollstuhl und er wollte dem Mann seinen letzten Wunsch erfüllen. Angekommen, stand das verkohlte Skelett aus dem Rollstuhl auf, ging ein paar Schritte vorwärts und explodierte.
William Afton Skies war das einzige, was nach seiner Explosion von ihm übrig war, nachdem Jake und Andrew im Sitchwraith aufbrachen, um die Überreste von Fetch, Ella, Plushtrap und Foxy sammelten und sie zerstören wollten, doch von Detective Larson gehindert wurden, schnappte William sich die Teile und formte sie mit anderen Schrottteilen zu einer Verschmelzung, welche als The Agony bekannt war. Sein Ziel ist es jetzt, Detective Larson auszuschalten. Afton verpasste ihm einen Stich und übertrug seine Infektion an Detective Larson. Dieser hielt dennoch durch und schaffte es, Afton mit einem Gabelstapler aufzuspießen, welcher mit dem Fahrzeug durch die Wände einer Fabrik kracht und neben einem nahegelegenen See zum Stehen kommt. Afton war allerdings noch am Leben. Er zerschmetterte den Gabelstapler, doch nun würde The Puppet auftauchen und in den Körper von The Agony eindringen und die einzelnen Teile von ihm entfernen. Afton versuchte sich zu wehren, doch schaffte es nicht und er wurde gezwungen, seinen Körper selbst in Stücke zu reißen. Seine Einzelteile fielen zusammen mit The Puppet ins Wasser und verendeten auf den Grund des Sees. Der Sitchwraith heilte Detective Larson von Aftons Infektion, wodurch Williams Existenz komplett ausgelöscht wurde und Afton endgültig starb. Und das war William Aftons Geschichte aus den Fazbear-Fights-Büchern. Das meiste ist auch schon abgehakt. Dennoch gab es von William in den Tales from the Pizzaplex-Büchern Erwähnungen, die ich euch einmal aufzähle. Bedenkt hierbei, dass die Pizzaplex-Bücher kanonisch zu den Spielen sind. Deswegen ist es vielleicht interessant, da ihr hier vielleicht noch weiter euer Wissen zu den Spielen erweitern könnt. In der Story Pressure gab es eine weitere Variante von Springtrap. Nämlich gab es im Pizzaplex eine Roleplay-Attraktion, wo Leute sich Animatronic-Kostüme anziehen können und in einer Fake-Pizzeria Hide-and-Seek spielen. Praktisch einer ist der Animatronic und sucht und die anderen müssen sich verstecken und weglaufen. Es gibt allerdings einen nachgestellten Springtrap-Suit, der wie in der Story beschrieben wird, vom Inhaber William Afton inspiriert ist. Und nun, dieser nachgestellte Springtrap ist ein Springlock-Suit. Unser Protagonist Luca zieht diesen Suit an und löst im Spiel versehentlich die Springlocks aus, welche sich dann nach und nach in seinen Körper bohren. Voller Panik und Schmerz sucht er zu seinen Freunden zu gehen, mit denen er gerade Hide and Seek spielt, doch sie denken, er würde diese Schmerzen nur vortäuschen und sie lassen Luca in diesem Suit sterben. Dittophobia ist die Story, die uns FNAF 4 erklärt hat. Die Nightmare Animatronics sind nur Puppen bzw. Attrappen und William Afton hat ein Gas entwickelt, welches Halluzinationen hervorruft und diese Attrappen lebendig erscheinen lässt, wenn man es einatmet. Für diese Experimente hat William ein Fake-Haus gebaut, was genau das Gebäude ist, in dem FNAF 4 spielt. Es sind lediglich irgendwelche Räume, die mit Afton Robotics, also mit Sister Location, verbunden sind. William Afton, welcher sich hier als Wade ausgibt, spricht über Lautsprechern zu einem Kind namens Rory, welchen er dort gefangen hielt, um ihn als Testobjekt für das Gas zu benutzen. Als Rory die Umgebung erkundet und durch Afton Robotics schleicht, erreicht er den Secret Room, wo er ein Tonband von William Afton abspielt, welches ihnen seine Situation erklärt. Er erzählt Rory, dass er schon für eine sehr lange Zeit hier gefangen war und sich wirklich keiner um ihn scherte. Niemand hatte je nach ihm gesucht und er würde weiterhin für eine lange Zeit bei ihm bleiben. Rory ging zurück ins Nummer 4 Schlafzimmer und da war die Story zu Ende. Okay Leute, wir haben jetzt alles an Informationen über William Afton aus den Büchern rausgekratzt und was haben wir daraus gelernt? In der Romantrilogie war Afton der Mörder der 5 Kinder, wie auch Charlies Bruder Sammy. William starb durch die Springlocks, welche von Charlie ausgelöst wurden. Er kehrte zurück und wurde mit dem Springbunny Suit 1, weshalb er darauf bestand, Springtrap genannt zu werden. Es kam zu einem Kampf zwischen Charlies Gruppe und Afton. William wurde schwer verletzt und ihm gelang die Flucht. Er entfernte den Springtrap-Anzug von seinem Körper und saß von da an im Rollstuhl. Und beim finalen Showdown wurde er von The Amalgamation in einen Ofen gezerrt und verbrannte dort zu Staub und Asche. In Fazbear-Frights wurde eine besondere Fähigkeit von ihm beleuchtet, nämlich konnte Springtrap für irreführende Halluzinationen sorgen. Beim Brand der Horror-Attraction wurde sein Körper bis auf die Knochen abgefackelt und als schwarzes Skelett mit verkohlten Organen, einzelnen Hautfetzen wurde er gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Vater Arthur brachte ihn ins Fazbear Entertainment Distribution Center und dort explodierte er. In den Epilogen kehrte er als The Agony zurück, welche eine Verschmelzung von Schrott wie auch von Fetch, Plushtrap, Ella und so weiter war. The Puppet stoppte Afton, indem sie seinen Körper zerstört und sie vollendete mit William auf dem Grund eines tiefen Sees. Und in Tales from the Pizzaplex gab es abgesehen von Williams Tonbändern und seinen Experimenten nur Erwähnungen und den nachgestellten Springtrap-Suit von ihm. Relaxed Gaming, meine Freunde, und willkommen zu einer Reise in die Vergangenheit. Eine Reise in die seltsamen, lustigen und interessanten Theorien des William Afton. Der dritte Teil unserer Serie, die von William Afton handelt und sich mit jedem Aspekt dieses Charakters beschäftigt. Falls ihr den zweiten Teil noch nicht geguckt habt, habe ich den hier euch verlinkt. Den gab es bei Yanmu. Ohne jetzt noch länger zu schwafeln, würde ich mal sagen, fangen wir an mit einer der ersten seltsamen Theorien. Beziehungsweise einem der ersten seltsamen Hoaxes, nämlich der Purple Guy Suit. Es ist eines der ikonischsten Bilder, wenn es um Purple Guy Theorien geht. Dieser Anzug hat einige Thumbnails kreiert
und war im Endeffekt nur eine Fan-Creation. Ein Hoax, könnte man sagen. Denn er hat nie in irgendeiner Art und Weise existiert und er macht doch keinen Sinn, da Purple Guy ja eine Person ist und kein Anzug oder Charakter wie andere Animatronics. Trotzdem ist dies wohl der ikonischste William Afton Hoax. Doch wir haben noch einige weitere. Nämlich, dass Phone Guy und William Afton dieselben sind. Einer der frühesten Theorien sagte, dass der gute William Afton Phone Guy ist, weil der Phone Guy von den Animatronics gekillt wird. Back there. No. Das würde ja Sinn machen, wenn es William Afton wäre. Ist halt Quatsch, wie wir bestätigt bekommen haben, denn William Afton hatte niemals irgendeinen Telefondienst. Er war Nachtwächter, ja. Trotzdem stammen diese Telefonate nicht von ihm. Nun haben wir eine Theorie, die ich zuletzt noch in den Kommentaren mit einem Zuschauer diskutiert habe. Nämlich, dass William Afton seine Frau umgebracht hat und in Pelora die Remnant von ihr verbaut hat. Nun halte ich diese Theorie aus vielen Gründen für unwahr. Zum einen müssen wir bedenken, dass William Afton nicht nur mit dem Verschwinden der zwei Missing Children Incidents zu tun hatte oder nur einen zu dem Zeitpunkt. Nein, er hat auch Kinder verloren um die Zeit der Sister Location herum. Nun, jetzt hinzugehen und einen Animatronic zu bauen, der die Seele seiner Frau hat, die dann auch verschwinden zu lassen, wäre eins der dümmsten Manöver. Außerdem wird es nirgendwo im Spiel erwähnt, dass dies seine Frau ist. Es wird nicht mal erwähnt, dass sie so aussieht. Das Einzige, was erwähnt wird, ist, dass sie auch Ballett getanzt hat, ähnlich wie bei Laura. Dementsprechend macht es keinen Sinn für ihn, noch weitere Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen, nachdem er schon in so vielen Mordfällen so tief drin steckte. Die Zwei-Killer-Theorie. Nun hatten wir den Pink Guy, wurde er damals genannt, von Foxy GoGoGo. Leute haben ursprünglich die Theorie aufgestellt, dass es wegen diesem Typen einen zweiten Killer geben würde, da wir halt in der letzten Szene von Foxy GoGoGo sehen, dass da ein Killer ist, beziehungsweise ein pinker Guy, der seltsam gruselig nach. Und dementsprechend haben die halt gedacht, das wäre ein Killer. Nur gut, ist Pink auch eine andere Farbe, beziehungsweise eine andere Schattierung von Lila, beziehungsweise Purple. Und dementsprechend haben die schon eine Verbindung. Trotzdem ist es, wenn, einfach Purple Guy. Es ist kein zweiter Killer. Interessanterweise war das nicht das letzte Mal, dass wir von der Zwei-Killer-Theorie hören durften. Denn in FNAF 6 ist sie nochmal auferlebt. Denn einige Leute konnten es sich einfach nicht zusammenreimen, wie Scraptrap so aussehen konnte, wie er jetzt aussieht, wenn er von Springtrap abstammt. Nun haben sich Leute an die alte Pink-Guy-Theorie zurückerinnert und halt gesagt, dass es ein zweiter Killer sein muss. Denn dieser Anzug sieht absolut nicht aus wie der von William Afton, was ja für sich kein schlechter Gedanke ist. Aber nein, es ist William Afton, einfach nur seltsam designt. Das hat keinen tieferen Sinn, außer dass er sehr viele Teile verloren hat und sich eventuell mit bestehenden Teilen umbauen musste. Deswegen auch das seltsame Aussehen. Aber eine Theorie, die mich niemals aufhören wird, zum Lachen zu bringen, ist die Balloon Boy-Theorie. Viele Leute haben nämlich gesagt, dass Balloon Boy Purple Guys Sohn ist. Warum auch immer er das sein sollte? Naja, damals gab es nicht viele menschliche Animatronics, um zu sagen, hey, er sieht menschlich aus, vielleicht ist das sein Sohn. Das ist ja auch dieselbe Grundlage wie bei Laura, die sehen sich ähnlich. Ja gut, wüsste ich jetzt nicht, welcher seiner Söhne aussieht wie ein absoluter. Trotzdem wurde dem hinterher gesagt, dass er halt einfach im Endeffekt sein Sohn ist, was in keinem Aspekt Sinn macht. Und es stimmt, denn wir wissen, wenn einer seiner Söhne in einem Animatronic steckt, dann ist das das Crying Child in Fredbear und kein anderer, weil ich weiß nicht, in Balloon Boy ist glaube ich nie ein Kind verreckt oder wegen Balloon Boy, der ist dafür zu scheiße. Nun kommen wir zu einer ernsten Theorie, die sehr, sehr, sehr seltsam ist. Golden Freddy ist William Afton. Nun gibt es keine schlechtere Paarung an Charakteren, die man zusammenwerfen kann. Nein, gibt es nicht, im gesamten FNAF-Franchise nicht, denn diese beiden Charakteren hegen wohl den größten Hass füreinander. Aus verständlichen Gründen. Nun wollen wir einmal mit Golden Freddy anfangen. Die einzigen beiden Seelen, die Sinn machen würden, dass sie in Golden Freddy sind, sind The One You Should Not Have Killed, aka Cassidy, und oder die des Crying Childs. Nun, dass William Afton's Remnant in Golden Freddy ist, macht
in so vielen Aspekten keinen Sinn. Ich meine, damals hat man das wahrscheinlich einfach nur gesagt, weil die beiden, die irgendwo die Endbosse des Franchises waren. Und deswegen dachte man sich, oh, was, wenn er vom Hasenkostüm zum Bärenkostüm gewechselt ist. Oder Top 10 Plot-Twists. Aber das macht narrativ keinen Sinn. Trotzdem war es eine Theorie, die überall herumschwebte. Nun, wenn eine Sache zu vielen Theorien geführt hat, war es aber der Jumpscare von Springtrap in FNAF 3. Nämlich, hier gab es eine immense Anzahl an Theorien. Die erste ist, dass er dich nicht umbringt, da wir keinen richtigen Deathscreen sehen. Was keine schlechte Theorie ist. Nun basiert die Theorie allerdings darauf, dass er dich einfach nur fragt, wo der Ausgang ist, beziehungsweise von dir rausgelassen werden will. Wer nicht weiß, warum das problematisch ist, der sollte sich nochmal das Layout der FNAF 3 Pizzeria angucken, denn direkt neben dem Office ist ein fettes rotes Exit-Sign, wo man raus kann. Sprich, um ins Office zu kommen, muss man den Ausgang sehen. Kann der verschlossen sein? Möglicherweise. Aber trotzdem macht es keinen wirklichen Sinn für Springtrap, den Typen so aufzulauern. Er könnte sich doch einfach zum Exit stellen und dagegen hauen. Das würde ihn doch auch alarmieren. Und ganz ehrlich, wir alle wissen, dass es für unsere Night Guard nicht weitergeht, wenn Springtrap ihn erstmal in seinen fauligen Fäusten hat. Außerdem haben einige Leute halt behauptet, hey, er würde doch niemals seinen eigenen Sohn umbringen. Sei ich meine, keiner von seinen Nachfahren ist auch am Leben. Da würde er das ja nicht tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der größte Bullshit-Grund, den ich je gehört habe. Der Typ ist auch seine Familie egal. Was aber Leuten nicht egal ist, ist das Burntrap-Ending. Und ja, da habe ich mich schon genug in zwei Videos drüber unterhalten. Trotzdem darf es nicht hier fehlen. Denn Burntrap ist nicht William Afton. Eventuell ist Burntrap nicht mehr canon. Das heißt, er existiert praktisch nicht. Trotzdem können wir uns mal Gründe angucken, warum William Afton einfach nicht Burntrap ist, realistisch gesehen. Der erste Grund ist, dass es für ihn keinen Sinn macht, an diesem Ort zu sein. Ich meine, wie soll William Aftons Remnant dem Feuer entkommen sein? Denkt dran, er ist komplett verbrannt und man sagt, dass Remnant durch Feuer erlöst wird. Alle anderen Animatronics sind erlöst worden, nur er nicht. Er hat somehow überlebt. Nun hat er irgendwie ein Skelett, animatronischen Körper und kann Vanessa kontrollieren. Dieses Kontrollieren ist noch nie eine Fähigkeit von William Afton gewesen. Er war noch nie in der Lage, irgendwelche Elektroniken zu kontrollieren. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, dass er es auf einmal jetzt kann. Nun kann Agony euch allerhand von dummen Fähigkeiten geben. Guckt euch das Video zum Stitch Ref an, wenn ihr da eine Liste haben wollt. Allerdings ist Mind Control eher eine Fähigkeit von einem anderen Charakter, den wir dort auch sehen. Bedenkt, dass sie die VR-Maske anhat. Und durch die VR-Maske dementsprechend auch anfällig ist für, genau, den Mimic, der eben mit dieser VR-Maske in der Vergangenheit schon oft genug interagiert hat. Geschweige denn, dass er den ganzen Ort zeitweise kontrolliert hat. Deswegen würde es ja wohl 100-mal mehr Sinn machen, wenn der Charakter, der bewiesen ist, diese Fähigkeit zu haben, nun jetzt auch diese Person ist. Allein wenn wir uns die Hände angucken, ich meine, woher sollen denn die beiden eine Hand von einem Nightmare-Animatronic haben? Glaubt ihr, die liegt da einfach so rum? Besonders weil die Nightmare-Animatronics, die produziert worden sind. Deswegen kann es doch nicht sein, dass sie teilweise dieselben Hände haben. Und ihr müsst doch mal bedenken, dass William Afton sehr unwahrscheinlich Glitchtrap ist. Mit der Erklärung des Mimic One Programmes wissen wir ja eigentlich schon, dass Glitchtrap eine Art des Mimic One Programmes ist, was sich einfach nur an Afton orientiert. Oder glaubt ihr allen Ernstes, William Afton würde diese komische Form nutzen, anstatt seinen klassischen gelben Hasen, wenn er eine Art von Remnant dort drin wäre? Nein, natürlich nicht, weil Remnant erfindet nicht auf einmal neue Charaktere. Remnant würde das machen, was es schon immer gemacht hat, weil es in der Seele verankert ist. Und dementsprechend macht es keinen Sinn für Glitchtrap so auszusehen, wie er aussieht, falls es denn wirklich William Afton wäre. In dem Sinne muss ich sagen, war's das mit allen FNAF-Theorien. Falls ihr noch mehr Theorien habt, schreibt die mir doch mal in die Kommentare. Denn das waren jetzt alle, die ich gefunden habe. Vielleicht gibt es noch welche, die ich vergessen habe. Und das wäre einfach schön, dass wenn Leute sich dieses Video angucken, die in den Kommentaren noch mehr von euch bekommen. Nunmehr fünften Video unseres William Afton Projektes, wo wir auf alles eingehen,
was sich mit William Afton befasst. Nun geht es um die Formen, die er angenommen hat in der FNAF-Story. Ob es jetzt William Afton selber war oder es Formen waren, die halt einfach die gleichen sind, beziehungsweise die darstellen sollten, tun wir jetzt mal in einen Topf werfen. Denn im Endeffekt sind all diese Charaktere William Afton. Und diesmal mache ich was ich selten mache, denn ich gehe auch auf die Buchversion ein. In dem Sinne, ein Like und ein Abo, falls ihr dieses Projekt feiert und ihr mehr davon sehen wollt. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was eure liebste Form von William Afton ist. Die erste Form in den Spielen sehen wir in FNAF 2, nämlich als Purple Guy. Und dieses Spiel hatte viele Geheimnisse, wie die Shadow Animatronics oder gar die Death Minigames, in denen wir halt eine Figur sahen, die von Bosheit strotzte. William Afton bzw. der Purple Guy. Diese Form sahen wir auch in FNAF 3 und 4 bzw. den Minigames dieser Spiele. Wobei man in FNAF 3 sagen muss, dass es hier die coolsten Auftritte hatte, während man in FNAF 4 den Purple Guy nur sehr selten gesehen hat und er keine großartige Rolle spielte. Nun wird in FNAF 3 sein Tod schlussendlich gezeigt und es erklärt auch, was uns da in FNAF 3 verfolgt. Sein Leichnam. Wessen Tod wir halt in diesen Minigames gesehen haben. Nun ist dies quasi die Stafette von Purple Guy zu Springtrap, welcher das wohl beste Design der FNAF-Charaktere bis heute ist und ist nicht ohne Grund das Gesicht von FNAF neben halt Freddy. Und daran schuld ist wohl FNAF 3. Auch wenn dies absolut nicht mein liebstes FNAF-Spiel ist, wohl eher im Gegenteil mein meistgehasstes, hat es einen guten Job gemacht, nämlich ihn echt gruselig darzustellen. Mit den Rare Death Screenshots und seiner bedrohlichen Aura muss man einfach immer vor ihm Angst haben. Außerdem hat ihn nochmal wirklich hervorgehoben, dass er die einzige Gefahr in FNAF 3 ist, sprich, dass wir nur auf ihn achten müssen. Denn alles andere kann uns nicht töten. Dies setzte einfach nochmal ein wunderbares Highlight einem echt gruseligen Charakter. Doch leider hatten wir nach FNAF 3 erstmal Pause. Denn in FNAF 4, wie gesagt, tauchte er selten auf und in der Sister Location sahen wir mehr sein Werk als eine Form von ihm, über die dieses Video halt geht. Das Werk der Sister Location eher in dem Video, wo es über die Erfindungen von William Afton geht. Doch nun kommt FNAF 6 und hier taucht er wieder mit einem neuen Design auf. Leider einem sehr enttäuschenden neuen Design, denn hier ist er zum einen nicht mehr der Mittelpunkt, was ihm auf jeden Fall geschadet hat. Außerdem ist der visuelle Aspekt einfach nicht so gut gelungen bei Scraptrap. Scraptrap als Charakter erklärt natürlich, dass Springtrap einige Teile verloren hat und auch schon länger gerottet ist. Trotzdem verfehlt dieses Design einfach den Zweck von Springtrap, nämlich dieses Grausige. Dieses Design ist eher rundlich und schon fast irgendwo auf süß getrimmt mit dem komischen Mund. Also hat es das einfach nicht gut getroffen und war meiner Meinung nach eine, wenn nicht sogar die schlechteste Form von William Afton. Eine weitere fragwürdige Sache ist halt, dass er seine Tochter dort getroffen hat und da einfach keine Interaktion herrschte. Das heißt, er muss so anders ausgesehen haben und so verrottet sein zu dem Zeitpunkt, für das nicht mal die eigenen Familienmitglieder ihn erkannten, was auf jeden Fall eine gute Backstory für diese Form ist. Doch lustigerweise sehen wir William Afton in FNAF 5, beziehungsweise etwas, das sie darstellen soll. Natürlich, ne, haben wir hier sein Werk, allerdings sehen wir als Michael auch diese TV-Serie, die halt einfach ihn darstellen soll, wie er seine Kinder vernachlässigt. Ich meine, er trägt lila, arbeitet in einem Fastfood-Restaurant. Es ist literally William Afton, nur halt als Vampir, was einfach extrem scary ist, wenn man diese Verbindung erstmal gemacht hat. Er hat aber auch noch weitere Formen, die später kommen. Mit einer gewissen Comic-Ästhetik, die wir halt auch irgendwo in dem Vampir sahen, haben wir Glitchtrap. Ja, die meisten Leute, mich eingeschlossen, sind der Meinung, dass Glitchtrap irgendwo eine Form des Mimics ist. Allerdings ist es ja schon irgendwo etwas, das auf William Afton basiert und deswegen kommt es in diesem Video vor. Und oh mein Gott, Glitchtrap ist echt ein Meisterwerk. Ursprünglich dachten wir, es sei William Aftons Remnant, die dieses Ding antreibt. Doch ist es wohl eher der Mimic, beziehungsweise das Programm des Mimics, das Mimic One-Programm.
das die Entwickler von dem Spiel aus Half-Wanted 1 dummerweise dazu nutzten, ihrem Spiel sehr krasse AI zu geben. Nun hat sich diese AI wohl eher als William Afton verkleidet und deswegen sehen wir jetzt hier diesen Zirkushasen. Und Zirkushasen ist eine seltsame Beschreibung, aber es passt am ehesten, denn wir haben hier jetzt nicht den ikonischen Spring-Body-Anzug, wir haben auch nicht einen Purple Guy. Wir haben eine Mischung von beiden Sachen, die einfach sehr gut gelungen ist. Und deutlich gefährlicher als der klassische William Afton, denn eine AI zu zerstören, die sich schon ins Internet hochgeladen hat, im schlimmsten Fall, ist nahezu unmöglich, beziehungsweise ist unmöglich, die Mimic One AI sich vom Vermehren abzuhalten, was wohl trotz dem Fakt, dass es nicht William Afton ist, William Afton in einer gewissen Weise dazu bewegt, immer wieder zurückzukommen. Nun haben wir eine dieser Rückkehren selbst miterleben können, mit Burntrap. Nun, Burntrap an und für sich ist weniger gefährlich, besonders da es halt irgendwo eher nur ein Kostüm von Mimic ist. Trotzdem müssen wir einfach sagen, dass Burntraps Design extrem nice ist. Wir haben wieder diese menschliche Komponente, die halt auch Springtrap extrem creepy gemacht hat und wir haben wieder den klassischen Hasenform, was einfach nur mega nice geworden ist und wieder ein schöner Callback dazu ist, was er denn ursprünglich war. Nämlich ein Zombiehase in einem scheiß gruseligen Kostüm. Nun ist dies wohl die letzte Form, die wir von William Afton mitbekommen haben. Beziehungsweise die letzte Form, die wir in den Spielen mitbekommen haben. Denn es gibt noch andere Medien. Welche fragt ihr euch? Natürlich die Filme, beziehungsweise der Film zu Zeitpunkt des Videos, denn es gab nur einen. Hier haben wir Matthew Lillard, der William Afton spielt und wir müssen einfach mal sagen, dass er eine super Performance abgeliefert hat, denn Psychokiller waren schon länger in seiner Laufbahn und werden es wohl auch noch in Zukunft sein, wenn wir daran denken, dass es eine Trilogie wird. Und man muss einfach sagen, dass er ihn einfach super gut hier porträtiert hat. Auch der Anzug, der nicht Springtrap ist, sondern eher ein Springbody-Anzug, ist sau creepy. Wir haben offene Stellen, die kaputt sind. Und wir haben freiliegende Springlocks, die extrem gruselig aussahen. Beziehungsweise als der gute Cupcake ihm ein Loch in den Bauch gebissen hat, hatten wir eine extrem gruselige, gut detaillierte Todesszene. Wusstet ihr, dass Matthew Lillard in diesem Anzug fast blind war? Das heißt, gut designt ist er von innen nicht, aber er sieht super aus. Und das ist alles, was uns als Zuschauer interessiert. Nun haben wir noch keine anderen Filme, deswegen würde ich sagen, widmen wir uns jetzt einmal den Büchern und da haben wir drei große. The Silver Eyes, The Twisted Ones und The Fourth Closet. Nun hat William Afton hier drei große Auftritte. Zum einen als ein Charakter namens Dave Miller, da ist er noch in seiner menschlichen Form. In The Twisted Ones finden wir ihn dann als Springtrap wieder und in The Fourth Closet wird er tatsächlich zu einem huskartigen Remnant-Wesen, ähnlich wie es Michael war, denn man hat ihn aus dem Anzug rausgenommen und dann wurde sein Körper als Hülle getragen. Was ein sehr grausames Ding ist und ein sehr schlimmes Schicksal. Trotzdem, Springtrap bzw. William Afton hat dies wohl verdient. Und als euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und vergesst nicht, in die Kommentare einmal zu schreiben, was euer liebster Springtrap ist. William Afton war neben einem Serienkiller auch ein brillanter Erfinder. Dennoch waren seine Erfindungen wohl eher Hilfestellungen und andere Methoden für seine Morde und dementsprechend nicht für das freundliche Image von Fazbear Entertainment gedacht. Dies ist Part 5 der William Afton-Analyse mit Relaxen Gaming. In diesem Video werfen wir einen Blick auf William Aftons Erfindungen aus den Spielen, den Büchern und aus dem Knaffel. In dem Sinne, viel Spaß! Schauen wir uns zuerst die Springlock-Anzüge an. Diese wurden unter anderem auch von William Afton erschaffen und nicht nur von seinem Geschäftspartner Henry. Die Springlock-Anzüge sind Animatronic-Anzüge, die sowohl von einem Endoskelett als auch von einem Mensch selbst als Kostüm getragen werden können. Die Springlocks sind Mechanismen, die für das Befestigen des Kostüms am Endoskelett zuständig sind. Praktisch halten sie das Kostüm und das Endoskelett zusammen. Wenn man als Mensch in das Kostüm schlüpfen will, muss man mit einer Kurbel an dem Sockel des Anzuges drehen, damit die Springlocks an den Rand des Kostüms gedrückt werden. Ab da gilt es, die
Springlocks nicht zu berühren, weil sollte das passieren, während man im Anzug ist, lässt er Druck nach, die Springlocks springen raus und reißen sich daraufhin ins Fleisch der Person, was zu einem grausamen und qualvollen Tod führen würde. Genauso wie es mit William Afton in den Spielen und im FNAF-Film geschah. FNAF 4 ist ebenfalls nichts weiter als eine Erfindung von William Afton. Das Haus ist eine Fake-Location. Es sind lediglich irgendwelche Räume, die mit der Sister-Location verbunden sind. Diese Räume wurden wie ein gewöhnliches Haus eingerichtet. Es gab allerdings nur ein Schlafzimmer und einen anderen Raum, wo aber unbekannt ist, was dieser Raum genau ist, und der Rest sind nur Flure. William baute außerdem Attrappen, Animatronic-Puppen, und stellte sie in die Location auf. Er entwickelte außerdem ein Gas, welches Halluzinationen hervorruft, wenn man es einatmet. Das Fake-Haus, was er gebaut hat, diente lediglich nur Williams Experimenten. Er entführte mehrere Kinder, steckte sie in das Schlafzimmer und brachte sie dazu, das Gas einzuatmen. Und dadurch erscheinen die Puppen für sie real und verwandelten sich in albtraumhafte Animatronics, welche die Kinder terrorisieren. Five Nights at Freddy's Sister Location ist eine Fundgrube, was Erfindungen von William Afton angeht. Allerdings werden wir uns nur die größeren Dinge ansehen. Kommen wir zuerst zu den Funtime Animatronics. Dies ist eine ganze Animatronic-Baureihe, die William Afton erschaffen hat, um Kinder zu entführen und zu töten. Diese besitzen Tötungsmechanismen, wie Greifarme im Inneren, die Kinder in den Animatronic hineinziehen und verstecken können. Wenn die Kinder in den Animatronic reingepresst werden, werden sie zerquetscht und sterben daraufhin. Diese Methode der Kinderentführung gilt das Sammeln von Remnant, was für William eine große Bedeutung hatte. Der Scooper ist auch eine interessante Kreation. Dieser dient nämlich dazu, Animatronics auszuhöhlen, praktisch ihre Endoskelette aus der Verkleidung zu befreien. Dieser Scooper besitzt auch so viel Kraft, einen Menschen zu töten und auszuhöhlen, wie es mit Michael Afton passierte. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Scooper beim Berühren eines Animatronics oder Person Remnant injiziert. Okay, damit haben wir die Spiele abgehakt und jetzt gehen wir zu den Büchern rüber. In The Twisted Ones lernen wir eine neue Entwicklung der Afton Robotics Technologie kennen. Hier tauchen Illusion Discs auf, welche von William Afton dazu gemacht wurden, für weitere Halluzinationen zu sorgen. Diese sind kleine Chips, die einen sehr, sehr hohen Ton von sich geben, genauer gesagt ein unerträgliches, lautes Piepen, und dadurch werden Illusionen bei einem Menschen ausgelöst. Illusion Discs sind für gewöhnlich in normalen Animatronics verbaut, welche dann das Aussehen dieser verändern. Dazu kann aus einem gewöhnlichen Freddy Animatronic eine brutale Kreatur entstehen. Diese sind aber nur Halluzinationen und in Wirklichkeit haben sie genau dasselbe Aussehen wie vorher. Die Illusion Discs ähneln übrigens so ein bisschen dem Gas, was William in den Spielen geschaffen hat, nur dass diese eine andere Version davon sind. In The Fourth Closet verschmelzte William die vier Classic Animatronics zusammen. Diese Verschmelzung nutzt er als Quelle für Remnant, da diese immer mehr davon produzierte. Praktisch läuft es so ab. Die Verschmelzung ist von den Geistern der Kinder besessen und produziert dadurch Remnant, und William kann immer wieder etwas davon entnehmen und für seine Experimente nutzen. Immer wenn Remnant entnommen wurde, wird es neu produziert und das wäre praktisch eine unendliche Remnant-Quelle, solange dieser Körper besessen bleibt. Circus Baby war in den Romanen eine besondere Erfindung für William. Sie diente zwar auch dazu, wie in den Spielen Kinder zu entführen, aber in erster Linie sollte sie eine Hülle für den Geist von Elizabeth Afton sein, also seine Tochter, die dann seine rechte Hand und Assistentin wird, da William zu dem Zeitpunkt sehr geschwächt im Rollstuhl sitzt. Und somit haben wir auch die Bücher abgehakt und damit kommen wir auch zum letzten Abschnitt der Five Nights at Freddy's Film. Im Film sind die Erfindungen von William Afton die Animatronics selber. Denn kurz bevor William gespringlockt wird, sagt er zu den Animatronics, I made you. Also gehen wir davon aus, dass William in den Universum die Animatronics selbst entworfen hat und nicht Henry Emily wie in den Games. Doch die wohl aktuellste Kreation, die wir kennen, ist der Folterstuhl. William baute diesen, um seine Opfer einen sehr qualvollen Tod zu geben. Das Opfer wird an den Stuhl gefesselt und dann würde eine modifizierte Freddy Fazbear-Maske mit Kreissägen und Klinge im Inneren langsam und immer näher ans Gesicht des Opfers kommen, bis die Klinge den Kopf komplett niedermesseln und der Gefangene daraufhin qualvoll stirbt. Theorien zufolge, da dies ja eine sehr geriffte Foltermethode ist, soll der Zweck dieser Maske nicht nur das Foltern an sich sein, sondern auch Agony bzw. Remnant zu sammeln. Und das waren alle Erfindungen von William Afton erklärt. Für mich war dies jetzt die letzte Folge des Formats, doch Leonard hat für euch noch eine letzte Folge vorbereitet. Und dies ist das finale Video, wo ich nochmal über all seine Familienmitglieder gehen möchte und in welcher Beziehung sie zu ihm stehen, beziehungsweise was für Auftritte sie in Five Nights at Freddy's hatten. Nun fangen wir direkt einmal an mit dem guten William Afton. Doch bevor ich das Video starte, lasst mal ein Like oder ein Abo da, falls es euch gefällt. Nun ist der gute William Afton wohl um die 1930er geboren und nach Utah gezogen oder vielleicht sogar direkt dort geboren. Bestätigt wurde es nirgendwo. Trotzdem hat er einen familiären Hintergrund in England. William fand 1993 sein Ende.
Ja, ich weiß, Leute, das war ein bisschen abrupt, aber wir haben schon genug über William geredet in dieser Reihe. Deswegen werde ich nicht mehr auf seine einzelnen Auftritte eingehen und dementsprechend das hier kurz halten, indem ich euch von seinem Ende erzähle. Denn der Gute wurde durch die materialisierten Seelen seiner Opfer vernichtet, indem die ihn halt in Springlock-Suit geworfen haben. Ich meine, wir wissen alle, was mit ihm zugestoßen ist. Doch dies führte nicht wirklich zu seinem Ende, weil er anscheinend genug Remnant hatte, sich selbst in eine Form verfluchter Animatronic zu umwandeln, und dies war die Geburt von Springtrap. Dieser wurde dann in der FNAF 6 Location vernichtet und steckte bis dato in einer höllischen Ultimate Custom Night fest. So, das ist alles, was wir zu ihm wissen. Kurz gefasst, sein gesamter Lebenszyklus. Natürlich haben seine Einflüsse nicht nur auf ihn Einfluss gehabt, sondern auch auf einige andere Menschen. Spezifisch seine Frau. Nun war seine Frau ein wunderbarer Mensch, von dem wir ungefähr gar nichts wissen. Naja, wir wissen, dass Ballora ihr nachempfunden ist. Und einige Leute vermuten, dass dementsprechend Ballett ihr Hobby war. Doch nichts ist irgendwo bewiesen. Und dementsprechend kann ich nicht viel von ihr sagen. Nur, dass die anscheinend William recht früh verlassen hat. Michael Afton hingegen ist eine Person, die sehr fest mit der Five Nights at Freddy's Story verwoben ist. Geboren in den 1970er Jahren, hat er eine lange Geschichte mit FNAF, die bereits 1983 eine sehr dunkle Wendung einnimmt. Denn hier hat er mit seinen paar Freunden einen Epic Prank sich erlaubt, bevor es überhaupt YouTube gab, und seinen Bruder in den Mund von Fredbear gestopft. Doch da hörte der Albtraum für ihn noch nicht auf, denn Fredbear beißte diesen Jungen und tötete ihn effektiv. Nun ja, er sei wohl nach ein paar Tagen verstorben, aber trotzdem war dies ihm zu verschulden. Und naja, der gute Michael Afton hat hier noch nicht sein Ende gefunden in Bezug auf schreckliche Erlebnisse mit Freddy. Denn einige Jahre später fängt er an, in dem FNAF 5 Sister Location Bunker zu arbeiten. Warum? Keine Ahnung. Nun ja, scheint er irgendwie auf der Suche nach seinem Vater vielleicht zu sein oder nach Antworten. Es wird nirgendwo bestätigt. Trotzdem denkt er sich, dass er hier doch mal arbeiten könnte. Und dies war wahrscheinlich der letzte Fehler seines Lebens. Doch hier wird er von seiner Schwester Elizabeth im Endeffekt überwältigt, die halt jetzt im Baby steckt, darüber gleich mehr, und stirbt hier. Doch selbst der Tod ist nicht das Ende für die Guten, denn er findet sich ein letztes Mal in der FNAF 6 Location wieder, wo er für das Ende der ganzen Animatronics sorgt. Nun Leute, ist dies nicht 100% bestätigt, doch sehr viel deutet darauf hin. Es gibt aber noch ein paar andere Theorien, die ich gerne besprechen würde über Michael. Zum einen, dass er in FNAF 3 der Night Guard war. Das kann sehr gut sein, das ist auch eine Theorie, die ich glaube. Bestätigt ist es allerdings nirgendwo. Nun gibt es auch noch die Theorie, dass er in Glamrock Freddy steckt. Das ist so ein cooler Gedankengang, glaube ich persönlich nicht. Und dann gibt es noch interessanterweise die Aussage, dass er das Crying Child sei, was Quatsch ist. Denn holy shit, Leute, das macht keinen Sinn, weil wir sehen ihn literally neben dem Crying Child. Wer soll das sein? Michael abgehakt, haben wir noch seine Schwester Elizabeth Afton, das zweite Kind der Familie. Wahrscheinlich, genaue Geburtsdaten haben wir nicht bekommen. Und leider kann ich auch hier nicht sagen, entspanntes Leben hatte. Denn als sie Circus Baby fand, war sie einfach nur von ihr überwältigt. Und obwohl man ihr gesagt hat, dass sie sich nicht ihr nicht nähern soll, weil das ja aber so gut funktioniert bei Kindern, hat sie sich ihr genähert und Circus Baby hat leider aufgrund ihrer Killerinstinkte zugeschlagen, was das Ende für Elizabeth Afton war und einfach nur eine sehr traurige Sache ist. Besonders in dem Hinblick darauf, dass sie nun Circus Baby ist und dort unten für Jahrzehnte verrottet. Nun gut, es wurde sich um sie gekümmert und verrottet ist sie per se nun auch wieder nicht. Trotzdem blieb sie dort unten und hat mit jeder Minute Stücke ihrer selbst verloren. Bis zu dem Tag, wo Michael dort unten hingekommen ist und sie ihn genutzt hat, um der Sister Location endlich zu entkommen. Leider hat sie dort auch das Leben ihres Bruders im Endeffekt genommen, unwissentlich. Sie scheint ihn nicht erkannt zu haben, trotzdem ist dies sehr tragisch. Was allerdings auch tragisch ist, ist, dass sie von den anderen Leuten
ausgeschlossen wurde. Denn die ganzen Animatronics haben sich zu einem Animatronic aka erinnert und funktioniert und dieser hat sie im Endeffekt ausgespuckt und wurde zu Golden Freddy. Was einfach nur sehr traurig ist, der Verrat. Ihr Ende findet sie ebenso wie ihr Bruder in der FNAF 6 Location. Das Crying Child. Das letzte Mitglied der Elfen Family, dessen Namen wie leider die erfuhren. Nein, er heißt nicht Ethan. Und Chris, naja, er ist eins der ersten Opfer von Elfens Schandtaten. Denn wie es aussieht, wurde er durch Michael umgebracht. Was jetzt William damit zu tun hat? Nun ja, er hätte eventuell aufpassen können auf seine Kinder, die dort Humbug schreiben, an einem Ort, wo er weiß, dass gefährliche Springlock-Animatronics rumlaufen. Man könnte jetzt behaupten, dass er eine der Seelen in Fredbear ist. Die meisten Leute gehen mit dieser Theorie und ich halte sie auch für sehr wahrscheinlich, weil halt einfach in FNAF 3 eine Seele befreit wurde und es dementsprechend keinen Sinn mehr macht, für Golden Freddy nach FNAF 3 zu existieren. Trotzdem tue ich es mal nicht als Fakt hinstellen und nur als wichtige Theorie zum Crying Child hinlegen. Die andere wichtige Theorie ist natürlich die ganze Sache mit dem guten Michael, aber da denken wir nicht. Darüber haben wir schon genug geredet. Und im Endeffekt war es das schon mit der Afton Family. Wir haben die drei Kinder und die Mutter, so wie im Endeffekt den Vater hier, genügend besprochen. Nun kommt es zur wichtigen Frage. Wer ist denn noch übrig geblieben davon? Nun ja, es gibt nur noch die Möglichkeit, dass die Frau von Afton lebt. Und das wäre auch schon sehr weit hergeholt, da sie ja dann sehr, sehr alt wäre. Also können wir mit guter Wahrscheinlichkeit sagen, dass leider jede dieser Personen ihr Leben ließ. Und damit möchte ich unsere Videoreihe zu William Afton beenden. Falls ihr die anderen Videos nicht geguckt habt, wartet noch ein bisschen, denn ich lade bald eine Riesen-Compilation hoch, wo ihr alle Videos nicht bei euch raussuchen müsst. In dem Sinne, relax Gaming, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir das Video bis ans Ende angeguckt hast. Und besonderen Dank geht nochmal raus an unsere Kanalsupporter: Mike, Goldgamer PG, Tulman, XX, Baguette Sniper, XX, Janbu, Tristan, Nerger, Puppet, aka Chaos Johnny. Vielen Dank für eure Hilfe und wir sehen uns im nächsten Video.